Hi Leute, die Leiche von Adam sieht erschreckend aus. Als ich bereit bin, um die dritte Schwester der Furien kennenzulernen, schnappe ich mir den Schlüssel mit der 23 und mache mich auf den Weg. Als ich über Stock und Stein durch den Wald wandere, erinnere ich mich an den Traum, welchen ich letzte Nacht hatte. Ich träumte von Adam, der langsam aussah wie ein Zombie, Alecto, die mich mit ihren Tränken versorgt, und vom Kuss mit Megaira. Dieser Dezember war einiges intensiver als der vom letzten Jahr. Und er ist noch nicht vorbei. Ich frage mich, wie die letzte Schwester sein wird. Als ich bei der Haustür ankomme, staune ich. So magisch ist der Anblick. Die Hütte ist umgeben von tausenden kleinen Lichtern, welche den Wald sanft erhellen. Um sie zu erreichen, muss man über eine Holzbrücke, die ebenfalls von Lichtern begleitet wird. Als ich darauf laufe, erhellen sich die Holzbalken, die meine Schuhe berühren. Was für ein Anblick! Das Dach ist mit Moos bedeckt. Aus dem Schornstein kommt allerdings schwarzer Rauch. Das Haus ist umgeben von Blumen und Pflanzen, die wild wachsen dürfen. Auch hier ist die 23 neben der Tür. Ich klopfe vorsichtig an der Tür. »Wer ist da?« höre ich eine bestimmte, härtere Frauenstimme sagen. Ich bin Nick und ich komme um... Scheiße, ich kann schlecht sagen, damit du mir etwas gibst. Ich verliere den Faden, aber die Tür öffnet sich. Eine ebenfalls junge Frau steht vor mir. Ich sehe nur ihre schönen Augen. Sie trägt eine Kapuze aus feinem Stoff über ihren dunklen Haaren und hat ihren Körper und Mund verdeckt. Ihr Gesichtsausdruck verrät mir, dass sie eher hart ist. Ist es schon wieder Zeit? Schon wieder ein Mensch, der mich alle paar Jahre stört und den ich dann qualvoll umbringe und seine Seele raube? Als ich verdutzt stehen bleibe und sie ansehe, wird ihr Blick ein wenig matter und sie dreht sich um. Na, der Hellste bist du ja nicht. Spätestens nach meinem letzten Satz hättest du abhauen können. Komm rein, wenn du dich traust. Sie verschwindet im Inneren ihrer Hütte. Jetzt oder nie. Ich folge ihr und schließe die Tür. Die Hütte ist wunderschön. Leuchtende Vasen mit prächtigen Blumen stehen in einer Reihe an den Fenstern. Fliegende Kerzen geben den dunklen Ecken Licht. Ein Bücherregal mit interessant aussehenden Büchern in der Küche brodelt eine Flüssigkeit, die sich selbst umrührt. Wie Magie. Aber das Allerbeste, finde ich, ist das vordere große Fenster. Wie ein Kirchenfenster. Nicht, dass ich religiös bin. Nein, die Art und Weise, wie es gemacht ist. Die Farben, die es abgibt, als die Sonne durchdringt. Und das Bild bewegt sich. Eine Eule, die umherfliegt. Bäume, die ihre Blätter verlieren. Die vier Jahreszeiten. Es hat sich schon einmal jemand daran totgeschaut, reißt mich die Frau aus meiner Trance. Ich schaue sie sprachlos an. Sie deutet auf den Totenkopf, der direkt über mir an einem Faden hängt. Ich schrecke zurück. Das Fensterbild ist sehr anziehend. Du kannst dich darin verlieren, wie der da vor 29 Jahren. Ruckartig rast sie auf mich zu und packt mich am Nacken und zieht mich zu ihrem Kamin im Wohnzimmer, welcher brennt. Die Hitze sticht wie eine kleine Nadel in mein Gesicht. Ich versuche zu sprechen. Nicht, warte! Können wir einfach reden? Sie kommt näher an mein Ohr und spricht mit aggressivem Ton. Nick, halt mich nicht für dumm. Du willst etwas von mir? Dann musst du bezahlen. Wie bist du eigentlich an Alecto und vor allem an Megaira vorbeigekommen? Ich halte ihren starken Griff im Nacken nicht mehr aus und rolle über ihren Teppich vor dem Kamin weg von ihr. Sie haben mir geholfen. Sie haben das Gute in sich entdeckt und... Sie richtet sich auf und unterbricht mich mit lauter Stimme. »Ich weiß das alles, Mensch! Nun hör auf und sag mir, was du von mir willst!« Ich hocke mich auf den Teppich auf dem Boden und versuche ruhig zu sprechen, denn sie jagt mir deutlich mehr Angst ein als die anderen zwei. »Wie heißt du? Kannst du mir etwas über dich erzählen? Ich weiß nicht einmal, was du mir anbieten kannst, was ich gebrauchen könnte.« Sie lacht selbstgefällig und nimmt ihren Mundschutz und das Tuch weg, das sie verhüllt hatte. Beim Anblick erschrecke ich kurz. Die Hälfte ihres Körpers sieht aus wie ein Skelett.
Von ihrem Mund und Hals sieht man nur noch die Knochen, aber ihr Brustkorb hat etwas Mystisches. Sie enthüllt ihre Rippen, aus denen sich hunderte kleine, feine Blumenblüten erheben. Als wäre sie selbst mit der Natur, dem Wald, verbunden. Es hat etwas Unschuldiges, Fragiles. Weil ich nicht weiß, ob sie mich ein Foto machen lassen würde, drücke ich rasch auf den Knopf meiner Kamera. Sie sieht mich wütend an und kommt auf mich zu. »Hör auf damit! Als hätten die anderen nicht von mir gesprochen!« Ich entgegnete, »Haben sie nicht?« Sofort schießt sie zurück. »Unterbrich mich nicht, Nick! Die anderen mögen ja nett zu dir sein, aber ich bin es leid, die Unterhaltung der Menschen zu sein, wenn es überhaupt jemand zu mir schafft. Nur gut, dass viele an Megaira nicht vorbeikommen, somit habe ich nicht jedes Jahr Besuch. Ich bin Tisiphone, die Mordrächerin. Über die Jahrhunderte, in denen ich schon lebe, habe ich für andere ihren Tod gerecht. Ich habe so viele Seelen auf dem Gewissen und doch haben mich meine Eltern verstoßen und verkauft. An diesen Ort. Sie zeigte mit einer Geste auf ihre Hütte, ihre Stimme wurde etwas ruhiger. Über die Jahre habe ich andere Fähigkeiten erlernt und ich kann mit Sicherheit auch dir etwas Lukratives anbieten. Da ich heute in der Laune bin, dir etwas zu geben, falls du bezahlen willst, bin ich bereit, mit dir Geschäfte zu machen. Nach allem konntest du meine Schwestern überzeugen. Warte hier. Sie verschwindet in dem Raum, der so etwas wie die Küche ist. Und ich gehorche und warte. Sie kommt vorsichtig wieder, in den Händen eine silberne flache Schüssel. Die Flüssigkeit darin hat eine undefinierbare Farbe. Sie macht eine rührende Bewegung und verschiedene Farben und Formen zeigen sich. Tisiphone setzt sich mir gegenüber auf dem Teppich neben dem knackenden Feuer. Als sie spricht, sehe ich ihre Zähne, weil sie kein Fleisch mehr hat, an den Lippen. Wie aus der Kanone geschossen, sage ich, »Ich dachte, ihr Dämonen könnt euch selber heilen. Wie ist das passiert?« Umgehend bereue ich die Frage. Sie schnauzt mich unfreundlich an. »Vielleicht gefällt es mir so. Stört es dich? Dann geh doch!« Ihre Wut dringt zu mir hinüber und schnell lenke ich ab. »Was ist das hier?« Ich deute auf die Schale mit der Flüssigkeit. »Ich habe die Fähigkeit, jeden Wunsch zu erfüllen, den ich möchte.« Du hast einen Wunsch, aber je aufwendiger, desto höher der Preis. Ich sehe sie mit großen Augen an und weiß bereits, was ich mir wünsche. Der Preis ist nicht mit irdischem Geld zu begleichen, nein, es muss von dir stammen. Wenn du zum Beispiel ein neues Auto möchtest, kostet dich das ein paar deiner Haare. Die kann ich gut für meine Salben und Pflanzen gebrauchen. Aber wenn du 10 Millionen von deinem irdischen Geld willst, kostet dich das deinen Finger oder gar eine ganze Hand. Ich schlucke. Was mein Wunsch wohl kosten mag? Verdammt. Ich schweige. Zu lange, denn sie dringt mit Leichtigkeit in meinen Kopf mit ihrem Blick. Was wünschst du dir, Nick? Sag es mir. Ich sehe sie an und versuche, der Frage noch einen kurzen Moment auszuweichen. Und was ist mit der Flüssigkeit? Sie sieht nach unten und grinst frech mit den Muskeln, die sie noch am Kiefer hat. Die brauche ich, um die Intensität der Bedeutung deines Wunsches zu sehen und ein paar Tropfen davon auf eines deiner Körperteile und dieser gehört mir. Keine Angst, es gibt eine schöne Abtrennung. Du wirst keine Wunde haben. Das Körperteil wird einfach weg sein, als hättest du es nie gehabt. Sie sagt das mit so einer Selbstverständlichkeit, dass ich ungläubig lächle. Ich wünsche mir, dass Adam wieder lebt. Was würde mich das kosten? Tisiphone sieht mich mit offenem Mund an. Mal sehen, was dieser Adam dir bedeutet. Dein Freund, den du im 8. Haus gefunden hast. Was ihr zusammen erlebt habt, das muss eine starke Freundschaft sein. Sie nimmt mein Gesicht und hält es über die Schüssel. Sie murmelt etwas auf Lateinisch und lässt wieder von mir ab. Die Farben und Formen scheinen ihr den Preis zu verraten. Nun, das ist ein sehr außergewöhnlicher Wunsch, der aus dem tiefsten deines Herzens kommt. Du musst mir deine Arme oder Beine geben. Du darfst wählen, weil ich so gnädig bin. Das,
Das geht nicht. Wie soll ich das letzte Haus überstehen, ohne laufen zu können oder mich nicht verteidigen und... Nein, gibt es nicht eine andere Möglichkeit? Tisiphone erhebt sich und geht in der Hütte umher. Eigentlich würde ich dich jetzt umbringen, nur schon weil du mich in Frage stellst. Aber meine Schwestern konnten dich wohl gut leiden. Du kannst auch etwas anderes Kostbares hergeben. Und je nachdem, was du gibst, geht es Adam nach dem Wiederbeleben richtig mies oder es geht ihm prächtig. Wenn du einer deiner Sinne verkaufst, wird es ihm ganz gut gehen. Sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, sprechen oder Gleichgewichtssinn. Oder du verkaufst deine Seele und es wird ihm nie besser gehen und er wird ein langes, erfülltes Leben haben. Na? Das sind 7 Sinne. Ach, wer bin ich, um sie in Frage zu stellen? Sie kann mir wahrscheinlich nehmen, was immer sie möchte. Wenigstens darf ich entscheiden. Soll ich es überhaupt tun? Ja. Ich muss Adam retten, wenn ich kann. Es ist kaum fassbar. Einerseits, dass es möglich ist, Adam zurückzuholen und andererseits, dass ich etwas Kostbares hergeben müsste. Sie holt mich aus meinen Gedanken. Übrigens, je uninteressanter der Sinn für mich, desto schlechter wird es Adam gehen. Meine Favoriten sind Sehen, Hören und Sprechen. Falls du die anderen verkaufst, weiß ich nicht, wie lange Adam überhaupt am Leben sein möchte. Da ich einen Moment brauche, stehe ich auf und gehe zu einem der Fenster. Ich blicke hinaus in die Natur. Ich überlege lange, lange und intensiv. Ich mache mir fast eine Stunde Gedanken, auf welchen Sinn ich verzichten könnte. Sehen? Auf keinen Fall. Wie will ich es hier rausschaffen? Adam konnte für mich dieses Abenteuer beenden. Nein, ich würde es nicht einmal ins Lager zurückschaffen, oder? Hören? Nein, wie soll ich mich verständigen, auf Gefahren reagieren? Sprechen? Nein, ich kann mich nicht verständigen, um Hilfe rufen oder Adam warnen. Auf Riechen, Schmecken und Fühlen konnte ich tatsächlich verzichten, aber was ist, wenn Adam nur für einen Moment wieder belebt wird und er leiden würde oder mit einer Krebserkrankung wieder hier wäre oder ihm ein Körperteil fehlte? Der Gleichgewichtssinn kann ich nicht verkaufen, ohne den komme ich keine Meter weiter. Schwindel, Desorientierung. Und was, wenn ich meine Seele verkaufe? Was geschieht mit ihr? Werde ich überhaupt noch ich selber sein? Oder werde ich nach dem Tod in ewiger Verdammnis umherstreifen? Den Teufel kennenlernen oder auch in einem Haus gefangen sein? Oder alle Jahre wieder einen Adventskalender durchmachen müssen? Tisiphone reißt mich aus den Gedanken. Nick, du musst dich jetzt entscheiden. Möchtest du etwas verkaufen? Ich kehre zurück auf den Teppich und blicke sie an. Ja, ich sage es ihr. Nun gut, sehr schön, sehr schön. Du musst deinen Wunsch laut aussprechen und mich dann machen lassen. Ich sage es. Ich wünsche mir, dass Adam wieder lebt. Als ich die Hütte verlasse und über die Hängebrücke gehe, blicke ich noch einmal zu Tisiphone. Sie verbeugt sich leicht und ruft mir noch einmal hinterher. Danke fürs Geschäft. Auf Nimmerwiedersehen, Nick. Ich winke nicht und nicke nur leicht, denn ich lasse einen Teil von mir zurück. Ich stolpere auf zittrigen Beinen zurück durch den Wald. Was habe ich getan? Kurz stütze ich mich an einem Baum ab, atme durch. Was, wenn es nicht funktioniert hat? Scheiße, ich muss rennen. Schwer atmend komme ich am Waldrand an. Da vorne ist unser Lager. Umgehend bleibe ich stehen und starre auf den Platz, wo Adams Leiche lag. Wo ist er? Plötzlich höre ich etwas an unserer Wasserstelle. Adam steht darin und wäscht sich. Er dreht sich um, als er mich kommen hört. Nick, was hast du da gemacht? Ich lebe. Ich weiß, dass ich tot war. Ich war bereits auf der anderen Seite. Die ist faszinierend. Aber ich lebe wieder. Ich glaube es nicht. Er steigt aus dem Wasser und wir umarmen uns unter Tränen. Wir lachen, er wirkt gesund. Ich fühle mich ein wenig müde, aber es geht mir gut. Was ist passiert, Nick? Als ich Adam ansehe,
deute ich auf meinen Hals. Ich schüttle den Kopf. Ich öffne den Mund. Keine Stimme. Adam begreift sofort. Was hast du getan? Ich nehme Stift und Papier. Das ist wohl der Weg, mit dem ich ab jetzt kommunizieren werde. Gut, dass ich dies nun aufschreiben kann und es irgendwer vorlesen wird. Denn ich habe meine Stimme verkauft. Diese Lösung schien mir am besten für alle. Ich klebe das Foto ins Album. Tisiphone hat die Wahrheit gesagt. Tisiphone, die Mordrächerin, eine Furie, dritte Tochter der Gaia und des Skotos. Nick, Ende. Adam lebt dafür wieder. Ende für heute. Bis morgen.